Willkommen! Wir sind natürlich dem Ruf von Emmet Selch gefolgt und befinden uns in einer Inszenierung der letzten Tage von Amaurot. Und hey, das sieht hier voll nach Party aus. Ein bisschen eskaliert, aber wow. Werdet Zeugen der letzten Tage von Amaurot. Okay, mit mir dabei sind meine persönliche Heilermieze Aya, gefolgt von Kiki und Thales, die ebenfalls, also der vollen Unterstützung der freien Gesellschaft Schild Eorzeas, die mir dabei helfen, diesen Dungeon zu schaffen. Ja, auch hier sind Kernwaffen keine nette Angelegenheit. Aber egal, wir ziehen direkt los und machen hier mies Party. Ich zieh nochmal ein bisschen. Ah ne, ich kann gar nicht weiterziehen. Meh. Ich wollte gerade sagen, wir ziehen mal ein bisschen weiter. Geht aber gar nicht. Ich freue mich auch schon überhaupt nicht auf den ersten Boss. Ich hasse den ersten Boss. Der ist. Ich schaff's immer wieder, mir dort mindestens einen Dödelbuff einzusammeln. Aber egal. Wir werden Spaß an der ganzen Geschichte hier haben. Pam. Und hier sind diese netten Bomber. Die sollten nach Möglichkeit als erstes besiegt werden. Weil ich glaube, die gehen immer auf die Heiler, ne? Waren die das oder waren die auf... Gehen die auf die DDs? Ich weiß es nicht. Es gibt eine... Achso, die gehen immer auf DDs. Dann ignorieren wir die jetzt einfach. Natürlich nicht. So. Würde man ganz gerne vergessen, weil die geben einen Debuff an einen DD, der den Feuerschaden erhöht und erhöht und erhöht. Und irgendwann macht es dann halt eben Puff und die DDs sind One-Shot, wenn man das nicht schnell erledigt. Und das ist natürlich nicht so geil. Ja, Emmet Selch möchte uns hier zeigen, wie schwierig die letzten Tage sind und deswegen die Ashians es nicht geschafft haben, diese Probleme zu bewältigen. Und wie es halt eben so ist, man kann die Gegner nur so stark machen, wie man selber ist. Und dementsprechend, glaube ich, entspricht das nicht ganz der Wahrheit, die er uns hier versucht aufzutischen. Ist mir aber auch im Grunde egal. So, hier können wir ein bisschen weiterlaufen, das ist ganz gut. Ich setze mal Sprint an, um ein bisschen schneller voranzukommen. Und so, diese Dinger, diese Terminus bla, das sind die Teile, die wir auf jeden Fall als erstes besiegen müssen, damit uns nicht gleich der Heiler stirbt. Kannst du das nochmal markieren? Ein Terminus Sprinter ist das. Drüber? Oh, stimmt, das ist ja drüber. Lol. So, schön. Ich drücke hier einfach Button, ich vergeige die Rota einfach 1 zu 1 sehr gut. Ich ignoriere die Rota, ich bin voll, voll anti und so. Scheiß auf das, was funktioniert. Es wird einfach das gemacht, was mir in den Sinn kommt. Oh. Okay, das ist fies. Da kommt die Ansage von hinten. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Die Hexagone, die man da sieht, die reduzieren die Heilung. Also tötet sie um des Heilers willen und um euer eigen Leben willen. So wie sich die Primae aus Gebeten erheben, erhielt unsere Hoffnungslosigkeit Gestalt. So, das ist aber eine schöne Hoffnungslosigkeit. Ein hässlicher Wurm. Das erste Unheil. Das sieht echt creepy aus, aber es grinst, es ist fröhlich. So, machen wir ein bisschen. Der hat einen Mund am Hinter. Igitt, der hat einen Münder. Überall. Der hat mehrere. Aber egal, aber sie lachen, sie lächeln. Bleibt dabei, sie sind glücklich. Ich weiß noch nicht so ganz genau, was das eigentlich darstellen soll. Ja, ja, Leute. Oh,
kommen sie hier mit AOEs? So, jetzt kommt gleich ein großer Meteorit von oben. An den ich jetzt nicht ran... Bums. Und der Heiler ist tot. Nice. Jetzt müssen wir auf die andere Seite rüberlaufen, weil jetzt nämlich die Wand einstürzt. Und jetzt wird der ganze Spaß noch um einiges lustiger. Denn jetzt kommen noch mehr AOEs zum Ausweichen. So. Wenn ich jetzt eine Heilung bekomme, gibt es auch noch ein Schild für alle. Also für alle außer mich. So, jetzt kommt der Meteorschauer. Ich glaube, das ist die Aktion. Ja, genau. Die ist meh. Wenn man hier halt eben sieht, dass der Kram hier so am Rand entlang läuft, stelle ich mich einfach hier hin und hoffe... Nein. Okay, ich bleib hier einfach stehen. Ich bleib hier einfach stehen. Macht ihr euer Ding, ich bleib hier stehen. So, gleich fliegt die komische Raupe wieder irgendwo zum Arsch der Welt. So, ich stelle mich gleich hier hinten hin und hoffe, dass ich hier nicht von der... Oh, Glück gehabt. Genau vor uns abgebogen. So, wir stehen auch glücklicherweise hier direkt richtig. Die Wand kommt nämlich immer darunter, wo die komische Raupe gerade steht. Oder wo sie steht, wenn dieser Meteor runterkommt. Und damit ist der schwierige Teil dieses Dungeons auch schon abgearbeitet. Also zumindest sobald dieser Boss stirbt. Njom. Wunderbar. GZ, der erste Boss in diesem Dungeon, ist besiegt. Es gibt noch ein bisschen Gear, welches wir nicht brauchen. Und weiter geht's. Da kommen schon die nächsten Viecher von oben runter gefeuert. Whoop, whoop. Ich finde diesen Dungeon nebenbei unglaublich genial gestaltet mit den ganzen Dingern, die hier einbrechen und so weiter. So, ich laufe gleich nochmal eine Runde weiter und charge direkt an den hier an. Was mir natürlich das gebracht hat, weil er jetzt zuerst auf den Heiler geht. Aber ich habe ein gleiches Ziel. Wodurch wir hier ein bisschen Piu-Piu machen können. Ach, jetzt reicht mir. So, ein bisschen Magieschaden noch oben drauf. Und bam, da kommt der Konfiteur. Ich bin nämlich ein Bäcker mittlerweile. Und geil, Telefon. Ganz kleiner Moment. Als die Kontinente zerbrachen, versanken unsere Errungenschaften mit ihnen. Eine der unnötigsten Informationen, die ich brauchte. Aber yay! Okay, nicht näher darauf eingehen. Alles ist gut. Wir sind gut um die Ecke gekommen. Es gibt eine Strategenmateria für die Aya. Ich glaube nämlich, dass sie ganz viel Materia benötigt. Das war ein Scherz. Man kriegt... Naja, in diesem ganzen Addon, glaube ich, wurde man... Also man wurde noch nie so krass mit Materie zugeworfen wie in diesem Addon. Was man auch massiv an den Preisen merkt, die die Materie kosten. So, prügelt genau auf jeden Fall den Bomber.
Es bringt nichts, wenn sie damit durch die Gegend läuft. Der Bomber macht so oder so Schaden. Er folgt eh nur ihr und den kann man auch nicht abnehmen. So. Schon besser. Und damit sind wir auch gleich beim zweiten Boss. Und haben schon die Hälfte des Dungeons geschafft in sage und schreibe 11 Minuten. Tatsächlich ist Amoroth so ziemlich die längste von den Random Eggs, die hier rumlaufen. Aber yay. Woo! Noch mehr Materie. Kommt mir sicherlich zugute. Irgendwann. Der nächste Boss ist ein bisschen unspektakulär. Es gibt eigentlich gar nicht so viel, worauf man achten muss. Es kommen eigentlich nur Gegnerwellen und die muss man nacheinander besiegen. Von daher, ja. Am Anfang ist er so, ja, okay. Und dann ist er so, ja, okay. Und dann kommt der Rest. Und dann ist auch nur so, ja, okay. Also der hier geht relativ flott. Ich glaube, bei 50% oder so fliegt er schon weg. Oder bei 40% oder sowas. Und dann kommen halt eben die restlichen Gegnerwellen. Genau. Naja, oh, jetzt sehe ich es gerade. Nee, man muss natürlich schon ein bisschen drauf achten, wie man angreift, weil hier kommen natürlich noch... Nein, ich komme da nicht raus. Doch, ich komme da raus. Glück gehabt. Weil natürlich diese Bomber wieder da überall im Weg stehen. Pow. So, lass sie mal ein bisschen näher kommen. Obwohl, ich komme zu euch. Ich habe gerade gesehen, dass mein Charge ready war. Aber irgendwo ist hier noch irgendwas unglaublich weit entfernt. Und deswegen... Oh, was? Wo kommen die AOEs her? Ich habe die nicht gesehen. Voll schlecht. Aber egal. Mir geht's gut. Ich bin, glaube ich, gar nicht so schlecht zu heilen. Oh, ich stehe natürlich schon wieder in einer AOE drin. Nee, diesmal nicht. Glück gehabt. So, wie gesagt, dafür ist diese Geschichte hier auch fast abgearbeitet. So, nochmal ein bisschen Magieschaden-Action. Fuck, da stand ich in einer drin. Und da in noch einer. Ah, das Gute ist, dass man nicht mehr als 5 Stacks haben kann. Hier kriegt sogar einen heiligen Boden dafür. Okay, ich sag noch, dass ich den ersten Boss nicht hinbekomme. Und jetzt verkacke ich beim einfachsten. Der Gegner hier. Egal, komm. Jetzt wissen wir zumindest, man kann nicht mehr als 5 Dödelstacks haben. Das ist auch was Gutes. So, hier müssen wir noch mal ein bisschen bürsten. Und dann ist das auch abgeschafft. Ah ja, stopp. Eine AOE kommt trotzdem noch. Genau. Doch das war nur der Anfang. Es gibt noch mehr zu sehen. But wait, there is more. Das ist so wie diese amerikanischen Werbesendung. Von hier oben hat man einen schönen Ausblick auf das Ende. Ja, das ist tatsächlich eine Optik, die so dermaßen bombastisch geil ist. Vor allem da hinten mit dem, hier mit dem Fall Sea. Leute. Genial. Du hast was? Mach ich doch gar nicht. So, wichtig ist halt eben nur den AOEs auszuweichen.
Und ich glaube, das kriege ich auch diesmal ein bisschen besser hin. Jetzt, wo ich weiß, dass AOEs kommen. Ich weiß, es kommen immer AOEs. Oh fuck. Roter verkackt. Ich habe mit zwei Knöpfen meine Roter verkackt. Na, das ist ja mal voll gut gelaufen. Na siehst du, das geht doch. Ist das so schlimm zu heilen mit mir? Einfach nur ein starrer Blick nach vorne. Keine Antwort. Hey, das lief doch super. Ich musste nicht mal heiligen Boden anwenden. Lief doch. Was hast du? Der Stern verfinsterte sich. Eine neue Ordnung musste her. Und... So, da hinten haben wir Deoxys. Auf den freue ich mich auch sehr. Hallo Deoxys! Woo! Njau, charge. Oh oh. Ich helfe mit beim Heilen. Mir ist nämlich erst jetzt gerade aufgefallen, dass... Ach fuck, den Falschen angegriffen. Dass ich keine Cooldowns ready habe. Ja, aber jetzt habe ich wieder welche. Und jetzt läuft das Ganze auch wieder viel smoother. So, jetzt gibt es ja echt nichts mehr zu befürchten. Es sei denn, der Heiler versucht. Und... Ja, zum Beispiel. So, nur noch Deoxys und dann haben wir's. Doch zwischen uns und unserem Schicksal stand eine letzte Kreatur. Zieht euch diese Aussicht rein, das ist so geil. Therion! Der letzte Dude. Woo! Geiler Scheiß. Ja, der ist wirklich so mit einer der einfachsten Bosse, die man sich vorstellen kann. Es sei denn, man ist mit Random-Gruppen unterwegs, aber da hat man ja auch keinen Heiler dabei. Nee, ernsthaft, ich bin seit den letzten 4 Tagen absolut enraged auf Random-Gruppen. Weil es irgendwie so ein Ding ist, dass Heiler sich als Heiler anmelden, aber es nicht einsehen zu heilen. So, wir müssen jetzt hier auf diese Plattform. Diese sind nicht safe, jetzt nur noch ein bisschen aufpassen. Na, komm. Und ein bisschen weg. Also im Grunde ist es echt nur AOE ausweichen. Und jetzt kommen halt eben noch Laser von links und rechts und manchmal auch durch die Gruppe und solche Sachen. Also es ist, dieser Boss ist wirklich eigentlich alles andere als schwierig. Da kommen sie. Und man muss halt eben einfach nur... Es ist auch gar nicht so schlimm mit dem drin stehen bleiben, weil diese Laser machen halt eben Schaden auf Zeit. Und...
Ja, das war eigentlich schon der gesamte Fight. Wenn man es... Also wenn man streng nehmen möchte. Es kommt echt nicht mehr mehr. Tödlicher Strahl, da wird ein Random-Spieler anvisiert und da kommt dann ein Strahl durch. Und dann muss man halt eben rauslaufen, wie man sieht. Diese Strahlen sind halt eben, wie gesagt, sowas ähnliches wie Dots. Solange die Fläche halt eben zu sehen ist, sollte man einfach nicht drinstehen. So, Apokalypse ist wieder das gleiche Spiel. Man geht hier auf eine der Plattformen. Natürlich sollte man aufpassen, dass die Plattform nicht leuchtet. Das kommt auch noch dazu. Weil die nämlich leuchtet später, wenn wir jetzt gleich in der nächsten Phase sozusagen sind. Also bei der letzten. Oh, die habe ich nicht gesehen. Ah, stimmt, hier ist gerade eine weggebrochen, ja. So, hier gibt es jetzt nicht mehr so viele Punkte zum Verstecken. Wie man sieht, es wird ein bisschen enger auf der Arena. Trotzdem hat dieser Boss keinen richtigen Enrage. Also er hat einen Soft-Enrage, in dem halt eben diese Plattform runterbrechen. Hier sieht man gerade eben, wie einer an der Seite leuchtet. Und das wird dann halt eben die sein, die dann als erstes runterbricht. Das heißt, man hat noch dreimal Apokalypse vor sich, bevor... Ne, zweimal Apokalypse vor sich, bevor der Boss das Zeitliche segnet. Und da ist der Heiler tot. Nice! Egal, wird hoffentlich gleich von unserem Summoner wieder aufgehoben. Ich bewege mich mal lieber auf die andere Seite, um ein bisschen den tödlichen Strahl auszuweichen. Gehe auch gleich auf die Selbstheilung, und zwar jetzt. Da kommt die, bekommt die Aya eine Heilung, die Kiki bekommt eine Heilung und wir sind alle safe. Ich gebe mir nochmal selber eine Heilung und ein Konfiteur auf den Boss. So, alle sind safe, alle haben ein Schild. Alles ist gut. Wow, Paladin for the win. So, und da kommt die letzte, letzte Apokalypse. Man sieht, hier bricht jetzt gleich eine Plattform weg. Zack, da ist sie. Und das bedeutet halt eben im Endeffekt, dass... Ja, das ist dann halt eben sozusagen der ein Häkchen Soft Enrage. Das ist kein richtiger Enrage, aber es sorgt dafür, dass halt eben die Gruppe wiped. Und auch diesen Laserstrahlen kann man eigentlich noch ein paar Minuten, also ein paar Sekunden standhalten. Mit Heiliger Boden beispielsweise kann man eine Runde von dem Apokalypse-Laser vollständig skippen und überlebt das. Auf die Art und Weise kann man quasi nochmal eine vierte Runde machen. Das ist ganz gut, wenn man als Paladin oder generell als Tank noch... Fuck! Ihr seid einfach rausgegangen, ich will diesen scheiß Gürtel nicht. Wie auch immer. Ist auf jeden Fall ganz gut, wenn man halt eben mit einem Paladin vor allem unterwegs ist, wenn man sich auf die Art und Weise nochmal ein bisschen Zeit... Er schleicht, so als kleiner Trick, wenn der Boss noch auf die letzten 3, 4, 5% ist oder so. Die kriegt man nur noch als Paladin alleine runtergeprügelt, ohne Probleme. Gut, so viel dazu und dann bis zur nächsten Folge Let's Play Final Fantasy 14 und viel Spaß mit einer üblichen Dungeon-Cutscene. Bis denn! Ihr habt ihn also tatsächlich bezwungen. Aber dennoch. Der Kampf hat mich nicht überzeugt. Ihr seid nicht würdig. Versteht mich nicht falsch. Ihr seid viel besser als jeder andere Unvollkommene. Aber sollte ich einmal meine gesamte Kraft entfesseln, wärt ihr nichts als Blätter im Wind. Er ist eben nicht zu übersehen, der Unterschied zwischen der Welt, wie sie einmal war, und was heute aus ihr geworden ist. Ha!
Du magst vielleicht auf unsere Welten herabsehen. Aber es sind immer noch unsere Welten. Sie sind unsere Heimat, voller Leben, Liebe und Hoffnung. Und wir werden sie uns von niemandem nehmen lassen. Alize! Es ist sinnlos mit euch. Wenn man einmal die Perfektion der alten Welt gesehen hat, sind der Ursprung und seine Splitter nichts als blasse Abbilder einer vergangenen Pracht. Eure Leben sind bedeutungslos. Eure Träume nur fahrige Ideen. Eure Schicksale führen ins Nichts. Du kannst über uns spotten, wie du willst. Aber wir werden wieder und wieder aufstehen und deine Beleidigungen mit Taten und Worten Lügen strafen. Gleich in welcher Gestalt wir geschaffen wurden. Wir bestimmen selbst, wer wir sind und wie wir leben. Bla, bla, bla. Vergiss es. Du bist ein Niemand. Du bist nichts. Sobald ich dem Planeten seine reine Form wiedergegeben habe, werde ich dafür sorgen, dass du, dieser Schandfleck seiner Geschichte, vollkommen ausgelöscht wirst. Es wird nie eine Heldin gegeben haben. Erbärmlich, wirklich erbärmlich. Es stimmt, dass wir irgendwann im Dunkel der Geschichte verschwinden. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir schreiten voran. Auf das andere in unsere Fußspuren treten. Auf das sie eine bessere Zukunft vorfinden, in der wir uns verwirklicht sehen. Ist... Unvollkommener, sprich nicht von meinen Absichten. Und du? Hast du immer noch nicht verstanden? Es ist aus. Es gibt nichts mehr, wofür du kämpfen kannst. Dein Abenteuer ist vorüber. Haha, sieh nur. Das Licht bahnt sich seinen Weg. Wehre dich nicht. Lass geschehen, was geschehen muss. Erhebe dich. Werde zum Boten unserer Rache. Vertilge die Sünder, die uns unsere Welt geraubt haben. Rine, jetzt! Du darfst nicht aufgeben.
Wenn du die Kraft für einen weiteren Schritt hättest, würdest du dann meine Welt, würdest du dann alle Welten retten? Dann lass es uns tun. Diese Welt ist noch nicht am Ende. Dies ist unsere Geschichte. Unser Abenteuer. Was? Du? Das kann nicht sein. Nein. Das Licht hat mir etwas vorgespielt. Es ist nur die Unvollkommene. Wie kannst du glauben, alleine gegen mich antreten zu können? Sie ist nicht allein. Wie bist du entkommen? Du solltest tot sein. Nicht bevor ich mich gebührend verabschiedet habe. Äonen sind Momente. Was fern ist, ist nah. Lass mich die Grenzen von Zeit und Raum sprengen. Höret mich, tapfere Helden. Sendet uns eure Kraft. Das darf nicht wahr sein. Verschwindet! Alle! Also gut. Ein letztes Urteil. Der Sieger schreibt die Geschichte des Planeten. Der Verlierer wird zu seinem verachteten Widersacher. Die Nachwelt soll erfahren, wer hier stand. Streifen wir unsere Titel ab und lüften wir unsere Masken. Ich bin Hades, der die Welt für seine in Finsternis schlafenden Brüder zurückerobert.